Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich habe es ein kleines bisschen früher gestartet. Wir warten mal noch. Noch sind nicht alle Teilnehmer drin. Einfach, damit wir sehen können, wer alles da ist. Schreiben Sie ruhig mal, woher Sie kommen und wer. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Verbindung war gerade weg, jetzt bin ich wieder zurück. Ich hoffe, Sie können uns alle hören, so wie Birgit gesagt hat. Heute unser Webinar aus aktuellem Anlass zum Thema Corona und auch aber hauptsächlich zum Thema, was können wir denn tun im Homeoffice und welchen Problemen sind wir denn konfrontiert? Ah, ich sehe schon Berlin, Neubrandenburg. Das ist schön, dass wir heute so zahlreich da sind. Okay, das heißt, wir sind gut zu verstehen. Vielleicht können Sie gerade mal kurz reinschreiben, wenn der Ton gut ist, noch mal ganz kurz reinschreiben, dass wir wissen, alles ist soweit technisch, soweit in Ordnung. Ah, sehr gut, gut, gut. Ach, das ist schön. Ja, ich weiß, die Situation ist nicht einfach für viele Schulen, die mussten schließen. Und jetzt ist die große Herausforderung, wie kann man alles umstellen? Wie können wir im Homeoffice arbeiten? Und was hat die IQOPWARE dafür für Möglichkeiten geschaffen, aber nicht nur für Schulen, auch für jegliche Firmen, die jetzt im Moment im Homeoffice sind. Und wie geht das Ganze weiter? Ich übergebe mal kurz an Birgit. Wir haben so einen kleinen Leitfaden erstellt, wie der Tag heute aussieht, also das Webinar, was wir vorhaben. Vielleicht kann Birgit kurz was dazu sagen. Ja, also wir haben es das Ganze unter das Motto Smart Working im Homeoffice gestellt, was natürlich zum einen die Situation an den Schulen betrifft, nämlich wie kann ich Hausaufgaben an Eltern und Schüler bringen und wie können die Eltern die Hausaufgaben der Schüler oder die Schüler selber ihre Hausaufgaben wieder entsprechend zur Schule zurückbringen. Zum anderen aber auch die Geschichte. Einfach, wir haben ja das Collabora Online Office, das ist LibreOffice basiert, in die IQOPWARE integriert, schon seit mehreren Jahren. Also wie kann ich gemeinsam Dokumente bearbeiten? Wo macht es vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit Sinn, gemeinsam Dokumente zu bearbeiten? Wie kann ich auf der anderen Seite aber auch, wenn ich eine größere Menge von Daten bewegen möchte zwischen IQOPWARE und meinem lokalen Desktop, wie kann ich solche Sachen machen? Und als dritten großen Punkt, hier nochmal die Sache zu dem Sharing, Ordner freigeben, ermöglichen, dass die Schüler ihre Sachen hochladen können. Dann der Rocket Chat, also im Prinzip einfach innerhalb von der IQOPWARE mit dem eigens integrierten Chat kommunizieren, Videokonferenzen oder auch so chatten, wie ich es ansonsten halt auch von anderen Programmen wie Skype und Ähnlichem kenne. Aber das ist, denke ich, der große Unterschied an der Stelle. Das Ganze läuft hier bei uns im eigenen Rechenzentrum, sprich an der Stelle die ganzen Sachen. Sie wissen, wo sie laufen und sie sind DSG-konform, weil sie entsprechend alles voneinander abgeschottet ist, in dem deutschen Rechenzentrum gelagert ist und damit halt auch gerade für Schulen und Unternehmen auch tatsächlich interne Dinge besprochen werden können. Und im letzten Part wollen wir dann einfach auf Fragen, die Sie haben, eingehen, auf auch mal einen Live-Bericht. Wir haben mit dem Herrn Schacht vom Gymnasium Edenkoben gewonnen, der auch hier im Chat mit drin ist. Der wird uns ein bisschen berichten von dem, wie Sie es an der Schule umgesetzt haben und was vielleicht so die Probleme sind, an die Sie gestoßen sind, wie Sie es gelöst haben, auch warum Sie schon seit vielen Jahren IQOPWARE nutzen. Und wir können jederzeit einzelne Personen auch freischalten, sofern sie Headset haben, falls es längere Fragen gibt. Ansonsten Fragen einfach auch in den Chat richten. Sehr gut. Dankeschön, Birgit. Wir werden viel live zeigen, auch direkt, damit Sie das auch sehen können, sich für sich umsetzen können. Fragen immer parallel einschreiben oder auch gerne nachher, dass wir sie hinzufügen können, dass Sie dazu sprechen können. Und dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt los mit den neuen Features, damit wir auch, wir haben so viel vor, Ihnen zu zeigen und dass wir direkt damit starten. Ja, ich möchte jetzt auch einfach nochmal, weil wir haben jetzt ein sehr gemischtes Publikum dabei. Wir haben Leute, die schon bei uns Kunden sind, die auch die IQOPWARE schon seit vielen Jahren nutzen und wir haben auf der anderen Seite auch Interessenten dabei von Schulen. Also von daher,
werden wir vielleicht auch ein Stück weit vorne dran nochmal starten. Wie sieht es denn mit der E-Gruppe aus? Wie komme ich da rein und wie mache ich das? Aber auch das können wir dann einfach je nach Tempo, was Sie brauchen, einfach mitteilen, auch wenn dann Fragen noch sind, wie wird es praktisch ablaufen, einfach melden, dass wir das dann entsprechend umsetzen können. Ich schalte jetzt mal auf das Screensharing um, dass Sie meinen Desktop sehen an der Stelle. So, ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm und Sie würden jetzt an der Stelle die E-Groupware sehen oder Sie sehen an der Stelle die E-Groupware. Falls dem nicht so ist, einfach Bescheid geben. Hier E-Groupware, im Prinzip browserbasiert. Ich habe eine URL, die kann von Schule zu Schule oder die ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Jetzt hier meine Instanz heißt Tutorial. Ich habe einen Benutzer und ein Passwort. Ich melde mich da an. Ich kann als Schule das Ganze auch individualisieren, kann da noch ein Hintergrundbild entsprechend hochladen, kann mein eigenes Schullogo hochladen. Das ist jetzt hier auf der Instanz halt soweit nicht gegeben. Dann bin ich jetzt an der Stelle im Dateimanager. Ich habe verschiedene Verzeichnisse, auf die ich standardmäßig Zugriff habe. Das ist mein persönliches Home-Verzeichnis plus Gruppenverzeichnisse von entsprechend den Personen, mit denen ich in derselben Gruppe bin. Jetzt hier an der Stelle haben wir das Ganze so angelegt, dass wir eine Gruppe Kollegium haben und ein Austauschverzeichnis für Hausaufgaben angelegt haben. Wie Sie das nachher genau gestalten, hängt natürlich einfach von dem ab, was Sie so allgemein machen und wie Sie allgemein so vorgehen. Ich habe jetzt hier drin, um das mal vorzuführen, wie funktioniert das Ganze? Ich habe die einzelnen Klassen. Auf dieses Verzeichnis Kollegium hat im Prinzip jeder Zugriff, der in der Gruppe Kollegium ist. Ich könnte jetzt natürlich auch einzelne Gruppen für die Klassen haben, dort die Lehrer reinpacken, die in diese Verzeichnisse schreiben dürfen. Also man kann das entsprechend auch nach unten skalieren, je nachdem, wie es halt am meisten Sinn macht für die einzelnen Schulen und für die Umsetzung in der Praxis. Dann von dem, was wir berichtet bekommen hatten, wie es bisher läuft, habe ich mal Tage angelegt, nämlich einen Montag und einen Dienstag und so weiter und kann jetzt an der Stelle einfach einen Sharing-Link generieren. Beim Sharen ist es so, dass wir unterschiedliche Arten von Sharing-Links kennen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, ein Verzeichnis lesend und schreibend freizugeben und jetzt zusätzlich die Option, dass ich die Möglichkeit habe, eine lesende Freigabe zu machen plus einen Link zum Hochladen. Momentan ist der Link zum Hochladen noch nicht in den E-Mail-Freigaben mit drin. Das wird über Nacht heute passieren. Also wir haben quasi der Wunsch ist an uns herangetragen worden, dass man halt auch solche Sachen hochladen kann, ohne dass man sieht, was andere an der Stelle gemacht haben. Und wir haben das jetzt halt innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt. Und von daher sind wir da permanent am Weiterarbeiten und am Verbessern und auf die Wünsche von unseren Kunden dem auch entsprechend nachzukommen. Das Einfachste zum Zeigen ist jetzt hier einfach mal so einen Link zu generieren. Das heißt, ich gehe hier drauf. Der generiert mir dann einen Sharing-Link. Den kann ich mir kopieren. Und ich mache jetzt hier einfach mal zusätzlich ein Inkognito-Fenster auf. Das ist das, wie es jetzt jemand Externes auch sehen würde. Der bekommt diesen Link per E-Mail oder wie auch immer Sie ihn demjenigen zukommen lassen, zugeschickt und bekommt dann hier in dem Verzeichnis die Inhalte angezeigt, die dort drin sind. Wenn Sie noch nichts hochgeladen haben, ist es quasi leer und man hat aber die Möglichkeit, über das Hochladen jetzt auch entsprechend etwas hochzuladen vom lokalen Desktop aus. Ich sehe dann hier den Fortschrittsbalken, das ganze Sache wird hochgeladen. Ich bekomme eine Bestätigung, dass es funktioniert hat. Das Ganze wird aber eigentlich, und jetzt kehre ich mal wieder zurück zu meinem normalen Verzeichnis, es wird gar nicht in diesem Montag hochgeladen,
sondern wenn ich hier mal reingehe, sehe ich, es gibt hier ein verstecktes Upload-Verzeichnis und in diesem Upload-Verzeichnis drin, habe ich den Montag geshared oder habe ich einen anderen Tag geshared? Wahrscheinlich habe ich nicht den Montag geshared, sondern irgendwas anderes oder nicht die 5a. Sehr schön, wenn man so testet. Also wir nehmen jetzt hier nochmal den Montag, machen nochmal einen neuen Sharing-Link, damit wir auch sicher sind, wir sind auf dem. Machen das Ganze nochmal im Incognito-Tab auf. Vielleicht irgendwas nicht ganz kopiert. Falsch kopiert, ja. Das sind immer die Vorführeffekte. Das sieht gut aus. Das sieht besser aus. Jetzt habe ich auch die Dokumente drin in dem Montag. Das war schon ein gutes Zeichen, dass ich es woanders rein hochgeladen habe. Also ich nehme es jetzt hier nochmal, mein Dokument, was ich eben schon mal hochgeladen habe, in das andere Verzeichnis. Dann wird es mir hochgeladen. Ich kann es hier drin nicht sehen, weil ich keinen Zugriff auf den Ordner habe, weil nur so können wir sicherstellen, dass wenn jetzt die Eltern oder die Schüler, die ja alle den gleichen Sharing-Link bekommen, dass sie nicht gegenseitig die Sachen einsehen oder auch irgendwas damit machen können. Und wenn ich jetzt da reinschaue in mein Uploads-Verzeichnis, dann ist es halt auch entsprechend drin und ich kann es mir anschauen als Lehrer, beziehungsweise je nachdem, was sie jetzt mit den Schülern vereinbart haben, halt auch entsprechend weiterverarbeiten. Also der Sinn ist sozusagen, dass die Leute nicht sehen, was die anderen hochgeladen haben, dass jeder seine eigenen Sachen hochladen kann, aber die Lehrer quasi sehen in dem Moment, was ist eigentlich da in einem Verzeichnis, die alle Hausaufgaben in einem Verzeichnis sehen, aber die Schüler sehen quasi nur die Aufgaben, aber nicht die Lösungen. Ganz genau. Im Prinzip, wenn ich das jetzt aufs Unternehmensumfeld umsetze, könnte ich sagen, ich habe ein Angebotsverzeichnis, ich brauche irgendwie eine Ausschreibung, brauche verschiedene von verschiedenen Personen Angebote dafür, dann kann ich denen im Prinzip einen Sharing-Link schicken, in dem ich meine Angebotsbeschreibung drin habe. Die bekommen den Link, haben da die Datei zum Herunterladen und können sie nachher wieder hochladen. Ich habe dann in meinem Unterordner die eingegangenen Angebote der verschiedenen Anbieter drin und habe das Ganze so gesammelt zusammen. Jeder einzelne Anbieter kann nicht auf die Dokumente zugreifen. Ich als derjenige, der es verschickt habe oder die aus dem Team, die den Zugriff brauchen, die können darauf zugreifen. Jetzt kam noch eine Frage von dem Herrn Pastorik. Was passiert, wenn die Eltern mehrfach etwas hochladen? Das wird wahrscheinlich mehrfach in dem Ordner landen, oder? Ja, das landet mehrfach in dem Ordner. Das heißt, an der Stelle ist es so, dass wenn wir jetzt hier ein Dokument ein zweites Mal hochladen, bekäme das hinten dran eine 1 oder eine 2 automatisch hinten dran gesetzt. Und Sie sehen an der Stelle einfach, man muss sich nicht drum kümmern. Ich denke nur, für die Identifikation ist es natürlich wichtig, dass im Vorfeld die Eltern wissen, zum einen, ich sehe nicht, was ich hochlade. Ich sehe die Bestätigung, während ich es hochlade, beziehungsweise wenn es hochladen geklappt hat. Aber danach ist es in einem Unterordner und ist da drin verborgen. Und ich muss das Ganze natürlich so kennzeichnen, dass ich weiß, das ist das Kind XY, sodass der Lehrer nachher die Hausaufgaben auch zuordnen kann, von wem die sind. Das heißt, die Eltern weil das Ganze passiert ja jetzt ein Stück weit anonym an der Stelle über diesen Sharing-Link. Okay, wie im Windows. Wenn ich jetzt, kann ja. Das Ganze natürlich auch weitertreiben. Sorry, Stefan, du wolltest was sagen? Ja, der Apostol hat es noch geschrieben. Okay, wie im Windows Explorer, genau, wenn ich eine Kopie mache von der Kopie, wieder immer Kopie 1, Kopie 2, genau damit. Sonst würde es ja wieder das Dokument überschrieben werden und dann hätten wir das Problem, dass derjenige ja sagt, ich habe es nicht abgegeben, sondern das muss im Prinzip dann immer eine weitere Kopie geben in dem Fall. Genau. Ich wollte es jetzt mal noch weiterführen. Wenn ich das Ganze mal weiterdenke in eine Schule rein, kann ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt als Benutzer von der eGroupware auch die Schüler drin habe, dann wäre es jetzt natürlich nochmal was ganz anderes. Dann bräuchte ich gar nicht über Sharing-Links arbeiten, sondern dann könnte ich das natürlich auch anderweitig verbreiten und die Leute laden es in ihr persönliches Home-Verzeichnis hoch
und das steht den Lehrern zum Lesen zur Verfügung, dann habe ich natürlich einfach noch mal mehr Möglichkeiten, als es jetzt in so einer ersten Ausbaustufe der Fall ist, wenn ich halt im Prinzip die Lehrer drin habe, die Schüler aber nicht. Also das ist immer so ein bisschen Gestaltungsspielraum, den man natürlich auch als Schule selber hat, zu überlegen, was macht für mich da auch längerfristig Sinn. Da ist die E-Groupware auch so aufgestellt, dass wir neben dem, was wir jetzt im Hosting anbieten, wo standardmäßig die Benutzer einfach entweder per Import angelegt werden oder manuell angelegt werden, können wir auch, wenn wir jetzt das von der technischen Seite betrachten, gegen ein Active Directory oder ein LDAP, in dem die ganzen Schüler auch drin sind, authentifizieren. Da gibt es auch Lösungen über Univention und UCS for School, die nochmal spezialisiert auf das sind, dass man auch weitere Funktionalitäten an der Stelle, auch was Räume angeht und die Verbreitung über das UCS at School auf Rollen basierend, dann für Einzelne freigeben kann. Aber das ist dann ein bisschen anderes Thema, was man natürlich auch gerne mal beleuchten kann, wenn da Interesse besteht, aber jetzt nicht das Thema vom heutigen ist. Ich wollte an der Stelle nur sagen, das Ganze ist natürlich viel weiter ausbaubar und auch die E-Groupware als Software selber hat natürlich noch viel mehr Möglichkeiten als das, was wir jetzt vorstellen. Im Prinzip geht es ja auch darum, wie kommen die Sachen dann zu den Schülern hin, wie werden die überhaupt benachrichtigt. Jetzt habe ich ja nur einen Sharing-Link generiert, wenn ich das Ganze jetzt versenden möchte. Wie würde ich das machen? Ich kann das natürlich per Mail machen. Das heißt, wenn ich hier das Freigaben per Mail mache, ich mache jetzt mal nur eine lesende Freigabe, geht mir mein Mail-Verfassen-Modul von der E-Groupware auf und ich kann jetzt eine Verteilerliste auswählen, die ich wenn ich schreiben könnte, die ich mir vorher angelegt habe, kann hier eine Verteilerliste, in der ich die Eltern drin habe, vom Adressbuch her oder aber natürlich auch von Benutzern her, je nachdem, auswählen, schicke das Ganze dann mit einem Betreff weg, Hausaufgaben Montag. Und der Link wird dann automatisch unten drunter generiert. Das heißt, das ist im Prinzip an der Stelle auch so, dass ich in der E-Groupware drin Adressen habe, Adressen importieren kann per CSV, kann mir hier die in eine einzelne Gruppe reinpacken. Ich bin jetzt mal aufs Adressbuch gewechselt, kann mir hier verschiedene Verteilerlisten anlegen, wie die für die Klasse 5a. Da habe ich jetzt einfach mal zwei E-Mail-Adressen reingepackt, die es auch tatsächlich gibt. Ansonsten ist das Ganze hier bei uns eine Testinstanz, auf der Fake-Adressen drauf sind, keine Echtdaten. Und so kann ich mir das Ganze natürlich gestalten für die Nutzung. Und die E-Groupware ansonsten, wenn es darum geht, Termine zu verwalten, habe natürlich einen Kalender drin, habe Gruppenkalender, kann Kalender freigeben für andere zum Lesen. Und das Ganze, wir bewegen uns jetzt hier nicht in einem Umfeld von Google oder Office 365, sondern die Sachen sind quasi in ihrer Instanz, die sind nicht geteilt, sie haben volle Kontrolle über die Daten und Sie sehen, es gibt noch viel mehr Module an der Seite, die je nachdem auch genutzt werden können, halt immer abhängig von dem, was im Unternehmen auch umgesetzt werden soll oder in der Schule. Ich denke, der Schwerpunkt ist ja heute das Collaboration, also Zusammenarbeit. Gerade Dateimanager ist eine wichtige Sache, aber auch, wie kann ich gemeinsam an einem Dokument arbeiten oder wie kann ich chatten, wie gibt es Gruppenchat? Also da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, die wir auch noch zeigen möchten. Wie gerade der Herr Krämer schreibt. Ja. Also Online-Office ist auch ein großes Thema. Dann kann man die Dateien auch per WebDAV einbinden, wenn man will, und hat dann direkt alles dort drin. Wie ist es denn mit einem Wiki? Ja. Ja, also die E-Groupware hat ein Wiki drin. Das Wiki ist schon seit vielen Jahren drin. Es ist jetzt nicht das modernste aller Wikis, aber prinzipiell ist es möglich zu nutzen. Wir wollen da auch in den weiteren Jahren noch mal mehr zu ermöglichen, dass wir auch andere Wikis, wie zum Beispiel MediaWiki, einfach in die E-Groupware mit reinnehmen und integrieren kann. Das ist aber Stand heute nicht möglich. Das heißt, es gibt einfach das
Wiki, was auch einen Texteditor drin hat. Im Prinzip, man muss dort Links generieren, aber ich würde es jetzt gerne zurückstellen und eher dann am Ende als in die Fragerunde aufnehmen und jetzt ein bisschen durch diesen weiteren Fahrplan gehen. Stefan, ich würde vorschlagen, wir wollen jetzt einfach mal zeigen, wie kann ich denn gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Der Stefan ist jetzt parallel auf der gleichen Instanz mit einem anderen Benutzer angemeldet und wir gehen jetzt einfach mal beide auf dieses Dokument. Das heißt, das hier ist jetzt das Online-Office von Collabora. Ich habe ja eben schon mal gesagt, Collabora ist LibreOffice-basiert. Und Collabora ist da wirklich aktiv am Entwickeln. Es gibt alle paar Wochen eine neue Version. Und an der Stelle profitieren wir davon. Man sieht jetzt, der Stefan schreibt im Hintergrund, während ich rede. An dem Dokument. Also wir profitieren an der Stelle davon, dass es einfach eine ganze Menge an Entwicklern in deren Bereich gibt. Gleiches gilt dann auch für den Rocket Chat. Und wir in die eGroupware das Ganze integrieren. Das Ganze ist mit einer Lizenz versehen, sprich an der Stelle gehen auch einfach Lizenzkosten wiederum, die wir an Collabora abführen, beziehungsweise unsere Kunden an Collabora abführen, dafür, dass die Software nutzen und man damit halt auch einfach sicherstellt, dass die Entwicklung weitergehen kann. Ich kann jetzt einfach hier auch sehen, wer ist denn am Schreiben, wer ist denn drin. Das heißt, ich habe hier so ein bisschen einfach die Fotos, sofern Fotos hochgeladen ist, von den Avataren, von den Personen drin und ich kann jetzt einfach an verschiedenen Stellen arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt schreibe, hier unten etwas, das ist dem Collabora relativ egal an der Stelle. Der Stefan kann sogar richtig schreiben, aber auch nicht ganz. Während ich mehr so Quatsch vor mich hin tippe, während ich am Erzählen bin, das ist dann einfacher. Und im Prinzip, sobald ich mein Dokument zumache, ich kann natürlich auch manuell speichern. Wenn ich manuell speichere, erstellen wir automatisch eine neue Version, die wir hinterlegen. Ich kann sagen, ich möchte das Ganze speichern unter in verschiedenen Dokumententypen. Auch wenn ich das Ganze jetzt als PDF dann abspeichern möchte, kann ich einfach sagen PDF. Ich speichere es wieder direkt in meinem Dateimanager, in das Verzeichnis, in das ich speichern möchte, rein. Und dann legt er mir dieses Dokument ein. Das heißt, an der Stelle haben wir eine komplette Integration. Ich kann auch aus dem Collabora heraus im Prinzip wieder dieses Dokument per E-Mail verschicken. Auch das generiert an der Stelle dann einen Sharing-Link und dieser Sharing-Link, der dann an das Gegenüber geht, macht dieses Dokument direkt mit Collabora wieder auf. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, wenn es jetzt darum geht, dass vielleicht auch mal mehrere Leute parallel an etwas arbeiten müssen. Ich kann sowas auch an jemanden externen schicken und ihn damit einladen, an dem Ganzen mitzuarbeiten, mitzuwirken. Also da habe ich viele Möglichkeiten über das Online-Office. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist halt wirklich, dass ich einfach ein Dokument habe und es nicht darauf ankommt, wer hat die richtige Version von dem Dokument. Ich muss irgendwie die Inhalte zusammenkopieren und so weiter und so weiter. All die Dinge, die halt einfach auftreten in dem Moment, wo ich mehrere Personen habe, die alle lokal ihre Datei bearbeiten und dann nachher die Frage ist, wie kriegen wir die Inhalte wieder zusammen? Das Ganze geht natürlich nicht nur an Office-Dokumenten, sondern auch an Tabellenkalkulationsdokumenten. Das heißt, es ist nicht nur auf Office, also auf Word oder OpenOffice limitiert an der Stelle. Genau, es gilt dasselbe auch für Tabellenkalkulationen beziehungsweise auch Präsentationen, die sind drin, also an der Stelle ist Collabora auch sozusagen permanent an der Weiterentwicklung. Alle Funktionalitäten, die auch von dem Desktop-Client angeboten werden, vom LibreOffice, das halt auch im Online-Office zu ermöglichen und zur Verfügung zu stellen. Also da kommt immer mehr, wenn man Sachen vermisst, die sind da aktiv am Entwickeln und da kommt immer mehr rein. Okay, ich habe ja so ein bisschen auch gesagt, ich möchte auch einfach noch mal zeigen, wie kann ich denn jetzt an der Stelle praktisch vorgehen. Ich lege jetzt einfach mal noch eine weitere Klasse an, also ein weiteres Verzeichnis.
habe ich meine Klasse angelegt. Wenn ich jetzt die Struktur brauche von dem, was in der anderen drin ist, kann ich mir hier einfach meine entsprechenden Verzeichnisse markieren per Kontextmenü. Also die E-Gruppe hat ganz viele Funktionalitäten auf dem Kontextmenü, Mausklick rechts. Kann sagen, ich kopiere die in die Zwischenablage, gehe dann in mein Verzeichnis meiner 9C, die ich eben angelegt habe, rein und sage, ich möchte, das ist wieder sehr schön, Vorführeffekt, Kontextmenü weg, einmal neu laden, hat sich was verschluckt. Also wann immer das Browser-Kontextmenü kommt, dann überlagert es das von der E-Groupware und dann, wenn es nicht kommt, was ich eigentlich haben will. Einfügen. Sind wir doch mal großzügig. Auch wieder Vorführeffekt natürlich. So, also nochmal, ich gehe in mein Kollegiumsverzeichnis. In mein Hausaufgabenverzeichnis rein, nehme mir eine beliebige Klasse, markiere die Sachen, die ich kopieren will, kopiere sie mir in die Zwischenablage, die überlegt nicht, dass ich mich eben abgemeldet habe, deswegen musste ich es neu markieren, gehe in meine Klasse rein und sollte jetzt das Kontextmenü haben, was ich nicht habe, okay. Andere Möglichkeit. Also du musst einen Ordner oder sowas anlegen, dann das, was da ist. Nee, eigentlich nicht. Aber es, ja, wie gesagt, es ist immer schön, wenn die Sachen dann im Vorführeffekt mal nicht funktionieren. Eigentlich sollte es so kommen wie jetzt. Ich kann in das Verzeichnis reingehen, aber habe jetzt ja auch so gezeigt, also im Prinzip habe ich auch die Möglichkeit, auf der Ebene es dann wieder einzufügen. Also von daher, die E-Gruppe kennt immer verschiedene Wege, wie ich etwas machen kann. Ansonsten gibt es etwas quasi so einen Platzhalter, dass es auch beim Lehren kommt. So kann ich natürlich einfach mir einmal was vorbereitet haben von der Struktur, die ich brauche und es dann in die entsprechenden Unterverzeichnisse reinkopieren. Ja, ich würde sagen, falls es jetzt nicht direkt Fragen gibt zu dem Thema Dateimanager, Online-Office bearbeiten, dann würde ich an der Stelle vorschlagen, dass wir zum nächsten Punkt weitergehen. Ja, ich sehe, schreibt keiner was rein. Das heißt, lass uns doch mit dem Chat vielleicht, oder? War das sein genau. Chat? Jetzt nochmal starten und dann danach die Fragerunde und dann den Herrn Schacht nochmal dazu schalten und auch wenn Leute fragen, dann genau, WebDAV war es noch eine Frage. Ja, WebDAV ist auch möglich, selbstverständlich. Genau, das war eben die Geschichte. Und zwar wollte ich das ja auch noch zeigen, wie kann ich per WebDAV zugreifen. Also unsere Empfehlung ist, wir haben von der E-Group ja keinen eigenen Client, sondern wir setzen darauf einfach, dass man WebDAV-Clients verwenden kann. In dem Fall ist meine Empfehlung, das RayDrive zu verwenden. Das RayDrive hat den schönen Effekt, zum einen, es gibt einen als kostenpflichtigen Client in der Standardversion, den ich mir einfach runterladen und installieren kann, auch per Lizenzbedingungen, die Entwickler ausschreiben. Ich richte das Ganze einfach ein. Ich brauche einfach nicht mehr als meinen Instanznamen und muss wissen, unter welchem Pfad das Ganze erreichbar ist, nämlich EGW, WebDAV, PHP, dann gegebenenfalls das Unterverzeichnis, in das ich rein will, meinen Benutzernamen und mein Passwort. Dann verbinde ich das Ganze mit einem Laufwerksbuchstaben und das ist jetzt das, was man hier sieht. Oben drüber, ich habe hier das Laufwerk V angelegt, habe da drin mein Verzeichnis Kollegium, Austausch, Hausaufgaben, Klasse 5a, Montag, in dem meine Verzeichnisse drin sind, inklusive dem, was ich hochgeladen habe in dem WebDAV-Verzeichnis. Das heißt, wenn ich jetzt als Lehrer auf die Sachen zugreifen will, habe viel zu bewegen oder auch ansonsten ganz normal in der Nutzung von der E-Groupware, wenn ich nicht so viel über das Online-Office mache, sondern mehr einfach auch Dinge lokal bearbeite und hochladen muss, ist es halt eine schöne Art und Weise, dass ich das hier lokal in der gewohnten Art und Weise der Benutzer hochladen und einfügen kann.
Und das Schöne am WebDrive, am RAIDrive an der Stelle ist noch, dass es ein sogenanntes Chunk-Upload macht. Das heißt, wenn ich eine größere Dateimenge hochzuladen habe, dann lädt er die in kleinen Stückchen hoch. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Gab es sonst noch Fragen? Warte nochmal, aber ich habe doch... Danke für den Tipp, genau, super. Okay. Ja. Ja, dann würde ich jetzt mal hier parallel einfach unseren Rocket Chat, den wir vom Unternehmen haben, mit dem wir uns so bewegen, näher machen. Wetzenberg im Office sitzt, der sich jetzt dann hier aufgemacht hat. Ja, nachdem meine Kamera schon belegt ist, funktioniert die jetzt an der Stelle nicht, weil die wird natürlich in dem Webinar genutzt, aber Ralf, seine Kamera sollte jetzt sichtbar sein. Und wenn die Kamera nicht funktioniert, dann habe ich stattdessen das Bild desjenigen im Hintergrund. Aber ich habe meinen Ton, glaube ich. Das ist ich im Moment über dieses, funktioniert nicht, dass wir den Ton vom Ralf hören, wahrscheinlich, weil es jetzt über das Webinar jetzt nicht übertragen wird, der Ton. Aber der Ralf müsste uns winken hören, zumindest sehen. Ich wollte gerade sagen, Sie sollten den Ralf winken gehört haben, wenn man das so schön... Winken sehen zumindest. Genau, weil ansonsten... Ja, dafür müsste ich dann wahrscheinlich den Lautsprecher von meinem Headset näher dran halten. Aber ich denke mal, die Funktionalität an sich ist relativ klar. Es funktioniert wie andere Videokonferenzen auch. Ich kann eine Kamera und ein Headset haben oder eine Kamera und ein Mikrofon am Laptop. Und je besser die Sachen funktionieren, desto einfacher kann ich natürlich auch mit mehreren Personen an der Stelle dran teilnehmen. Das Nette ist, Ralf, du kannst jetzt mal deinen Bildschirm auch teilen. Das heißt, wir haben im Rocket Chat auch die Möglichkeit, neben dem, dass wir miteinander sprechen können, auch auf den Bildschirm des anderen zuzugreifen und das wiederum zu nutzen. Ich brauche also auch hier wiederum nicht unbedingt ein externes Tool. Ich kann das jetzt mal in groß machen, damit man auch ein bisschen mehr sieht. Das heißt, wir sehen jetzt im Hintergrund quasi unsere E-Groupware. Genau, und im Hintergrund im Ralf sein Entwicklungssystem. Also von daher... ist das eine Möglichkeit, wie ich jetzt auch mal auf die schnelle Art und Weise mit jemand etwas zusammen machen und zeigen kann, an etwas arbeiten kann. Also auch an der Stelle wiederum kann ich natürlich sagen, ich habe ein Dokument, ich bearbeite es lokal, habe ein Rocket Chat parallel laufen mit einer Videokonferenz, wo wir uns über das unterhalten, was wir am Machen sind. Und ich übertrage einfach den Bildschirm, zeige dem anderen, was ich gerade am Machen bin, und kann sagen, du, wie sieht denn das aus? Passt es aus deiner Sicht? Gib's frei, ohne dass ich die ganzen Sachen halt permanent hin und her maile, sondern ich habe halt wirklich ein Medium über das Ganze, ich zugreifen kann und freigeben kann. Das hier ist jetzt ein Teil unserer Überwachung, die der Ralf zeigt, die so ein bisschen zeigt, was bei uns im Hosting alles vorhanden ist. Ziemlich nichtssagend, ich glaube auch relativ uninteressant, auch für uninteressant für die technischen Sachen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Ralf. Sofern jetzt nicht noch direkt Fragen zum Rocket Chat kommen. Stefan, du hast das im Blick? Ja, mit aktuell keine Fragen, aber Gruppenchat vielleicht nochmal auch eine schöne Funktionalität dann. Das heißt, man kann auch Gruppen im Chat anlegen, Gruppenräume sozusagen, wo man chatten kann. Also es sind sehr, sehr viele Funktionalitäten, die da möglich sind mit dem Rocket Chat an der Stelle. Ja, ich würde mal den Ralf wieder auflegen, dann kann ich ja mal noch ein bisschen was vom Rocket Chat selber zeigen. Ciao, Ralf, vielen Dank. Tschüss. So, also im Prinzip habe ich die Möglichkeit, hier verschiedene Personen, verschiedene Räume aufzumachen. In einem Raum sind entsprechende Personen zugeordnet, kann hier Leute dazu einladen, die da drin sind, kann darüber auch einen Chat mit den mehreren Personen aufmachen, kann als über das Rechte-Management vom Rocket-Chat, das ist ziemlich mächtig, kann ich auch Berechtigungen setzen an der Stelle, die sagt, mit welcher Rolle darf ich was tun, und
kann dann den Benutzern vom Rocket Chat, die aus der E-Groupware selber wiederum kommen, kann ich entsprechende Rollen zuweisen, die denjenigen dann ermöglichen, entsprechend den Rollen auch zum Beispiel gemeinsame Räume anzulegen oder mehr zu machen. Wir haben hier drin immer die Möglichkeit auch, ich gehe jetzt nochmal auf einen einzelnen Chat zurück, hier Dateien hochzuladen, beziehungsweise die Dateien, die alle hochgeladen wurden, die auch alle entsprechend DSGVO-konform dem eigenen Rocket Chat zugeordnet sind, hochzuladen, auszutauschen. Das heißt, ich kann neben dem, was ich in der E-Groupware mache, das Ganze halt auch über den Rocket Chat mal schnell Sachen austauschen. Und prinzipiell der Rocket Chat an sich als Produkt von den Entwicklern kann jetzt auch nicht nur reine E-Groupware-Teilnehmer hinzunehmen. Ich kann den auch so konfigurieren, dass ich externe hinzunehmen kann. Ich kann prinzipiell auch, man nennt es federieren, wobei wir an der Stelle noch nicht, ich sage jetzt mal, genügend ausprobiert zu haben, das Ganze mit anderen Rocket Chats zu federieren. Da ist einfach noch viel Funktionalität im Rocket Chat drin, den auch wir selber einfach noch nicht vollständig nutzen, was aber auch einfach an der Zeit liegt, dass man irgendwie komischerweise jeden Tag mehr zu tun hat, als in die normale Arbeitszeit reinpasse. Jetzt war noch eine Frage. Okay, dann würde ich sagen, Algrim kam gerade noch rein. Ja. Sind die Benutzer auch mit dem AD koppelbar? Ja, letztendlich insofern schon, als die, meine Tutorial-Instanz zurück. In der E-Groupware funktioniert das Ganze so. Ich habe meine E-Groupware-Benutzer. Die sind, je nachdem, die hier sind jetzt aus der SQL-Datenbank. Wenn ich jetzt aber über AD rede, dann kommen die aus dem Active Directory oder aus dem LDAP, mit dem die E-Groupware spricht. Die sind da alle drin. Und die Verbindung vom Rocket Chat funktioniert jetzt so, dass es an der Stelle die E-Groupware als OpenID-Server quasi agiert und ein Rocket Chat Client so konfiguriert ist, dass der die Authentifizierung macht. Sprich, wenn ich jetzt mich am Rocket Chat anmelde, standardmäßig, dann werde ich auf die Anmeldeseite, also wenn ich mich in der E-Groupware anmelde selber, dann macht die E-Groupware die Authentifizierung. Ich gehe auf den Rocket Chat drauf. Der wendet sich einmal an das OpenID und sagt, hallo, hier ist jemand, der möchte mit dir sprechen. Und ich sage, ja, okay, ich möchte mich authentifizieren. Dann wird er darüber authentifiziert. Wenn ich jetzt einen externen Client nehme, das war das, was ich an der Stelle, gibt es auch diese Desktop-Clients. Ich hole den jetzt nochmal, wenn ich ihn gerade finde, einmal hier rüber auf mein Fenster hier drüben. Das hier ist jetzt ein Desktop-Client und dieser Desktop-Client an der Stelle funktioniert auch so, dass ich kann jetzt einfach mal mich hier abmelden. Wenn ich mich jetzt hier abmelde, kommt hier etwas, was sagt, E-Groupware-Benutzer hier klicken. Der bringt mich auf die Anmeldeseite meiner E-Groupware. Ich gebe dort mein, wenn ich mich nicht vertippe, Passwort ein, sage anmelden. Ich habe jetzt an der Stelle noch einen weiteren Faktor drin für die Authentifizierung, nämlich einen Schlüssel, der mich authentifiziert, bei dem ich dann entsprechend mal den Schlüssel dabei haben muss, um mich anmelden zu können. Und dann bin ich hier entsprechend in dem Rocket Chat angemeldet. Und ich habe nirgendwo anders als an der E-Groupware selber meinen Benutzernamen und mein Passwort eingegeben, so wie man das in dem heutigen Sicherheitsstandard eigentlich auch, denke ich, erwarten kann. Ist die Frage damit? Also Kopplung ist möglich, geklärt. Sozusagen. Okay, super. Danke, ist geklärt. Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich zu unserem mehr oder weniger letzten Teil, wo es mehr um allgemeine Fragen geht. Ich mache jetzt mal hier meinen Part wieder groß und würde mal als Teilnehmer den Herrn Schacht auch einladen.
und freischalten, dass er sprechen kann. Hallo, Herr Schacht. Ich muss natürlich vielleicht auch einfach mal das auf... Das gehen, sonst ist es zusammen, ja. Ja, obwohl es eigentlich so, egal. Hallo zusammen. Hallo, Herr Schacht, ich kann Sie hören. Ich hoffe, die anderen Teilnehmer können Sie auch hören. Birgit, mach mal die Präsentation wieder an, sonst haben wir so ein Rückkopplungsfenster hier. Ja, genau, super. Perfekt. Hallo, Herr Schacht, wir haben ja schon viel gehört über Schulen und Probleme, die es aktuell gibt oder Schwierigkeiten. Vielleicht mal ganz kurz, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie konnten Sie die Situation lösen und wie sind Ihre Erfahrungen jetzt aktuell mit der E-Gruppe? Wir haben ja über Nacht quasi Funktionalitäten geschaffen für den Austausch. Und wenn Sie vielleicht kurz da etwas sagen könnten dazu. Ja, also vielen Dank dafür schon mal, dass Sie das gemacht haben. Das war ja eine Anregung oder eine Frage von uns gewesen. Ja, also wir sind ein Gymnasium im Süden von Rheinland-Pfalz. Wir nutzen die E-Groupware jetzt schon 6, 7 Jahre, würde ich mal sagen. Und wir sind damals drauf gekommen, eigentlich, weil wir etwas benötigt haben, um unsere Termine zu verwalten und um Überschneidungen zu vermeiden. Das war so eigentlich der erste Anlass. Und haben dann über die vielen Funktionalitäten, die es ja dabei gibt, vor allem noch das Wiki weiter benutzt und das E-Mail-Modul. Und dabei blieb es dann eigentlich jetzt über lange Zeit. Und in der aktuellen Corona-Krise wurden wir ja genau wie die anderen Schulen auch relativ kalt erwischt und haben dann ja mehr oder weniger übers Wochenende diese Möglichkeit hier uns überlegt und zusammen mit Ihnen da aus dem Boden gestampft, sodass wir dann ab Montag, als die Schule zu war, den Eltern diese Möglichkeit präsentieren konnten. Wir nutzen in Rheinland-Pfalz eine Lernplattform, Moodle, da bin ich eigentlich auch ein sehr großer Fan davon, aber die war natürlich leider zu diesem Zeitpunkt sehr überlastet. Und der zweite Punkt ist, dass nicht alle Kollegen Moodle nutzen. Wir hätten also viele noch schulen müssen, beziehungsweise überhaupt mal auf die Plattform bringen müssen. In der E-Groupware sind alle Kollegen drin, sodass wir hier auch allen das zur Verfügung stellen konnten. Wir haben dann diese Struktur aufgebaut, die jetzt ja auch die Frau Becker hier nachgebaut hat, und machen das so, dass die Klassenleiter eben täglich diesen Freigabelink generieren und für den jeweiligen Tag an die Eltern verschicken und die Kollegen bis abends dann eben ihre Materialien für genau diesen folgenden Schultag, so wie sie die Klasse hätten, einstellen im PDF-Format und so die Eltern täglich mit Hausaufgaben versorgt sind, beziehungsweise die Kinder mit Hausaufgaben versorgt sind. Und das klappt wunderbar. Also wir haben keine Downtimes. Es ist super. Die Eltern sind total zufrieden. Und was eben jetzt der Punkt war, ist eben diese Rückmeldemöglichkeit, die uns gefehlt hat. Da hat jetzt die E-Groupware eben tollerweise uns das zur Verfügung gestellt, sodass jetzt die Hausaufgaben gewissermaßen auch wieder eingesammelt werden können und die Lehrkräfte können sich das dann anschauen. Ja, soweit der Stand der Dinge. Ja, vielen Dank, Herr Schacht. Ich möchte von unserer Seite auch einfach noch mal ganz kurz ein bisschen was zur E-Groupware sagen. Also wir sind, sagen wir mal, ein kleines Unternehmen in Kaiserslautern ansässig und ich denke mal, in der Situation von Corona sind wir tatsächlich eins der Unternehmen, die nicht davon betroffen ist, dass sie zumachen müssen oder große Einbußen haben, erfreulicherweise. Und wir wollen das an der Stelle auch einfach ein Stück weit zurückgeben, indem wir zum einen unsere Kunden entsprechend in dieser schwierigen Zeit so gut supporten, wie wir das irgendwie können, da unterstützen, wenn irgendwelche Wünsche da sind oder Feature-Requests, so schnell wir sie umsetzen können. Gerade für die Situation wollen wir da halt auch tätig werden. Und auf der anderen Seite halt auch Schulen anbieten, genauso wie unseren Kunden, dass sie einfach RocketChat und das Collabora Online Office, was normalerweise eine kostenpflichtige Zusatzdienstleistung ist zu der reinen Nutzung der E-Groupware, in den nächsten 2 Monaten halt auch tatsächlich einfach nutzen können. Wir freuen uns natürlich, wenn die Schulen bei uns bleiben und auch Kunde werden. Aber es ist letztendlich einfach etwas, was wir an die Allgemeinheit auch ein Stück weit zurückgeben können und an der Stelle einfach tun wollen.
Vielleicht nochmal so kurz zum Abschluss. Es gibt natürlich eGroupware zur Eigeninstallation, eGroupware Hosting, als Cloud Hosting. Und hier ist es quasi, sprechen wir vom Cloud Hosting. Das heißt, wenn Sie als Schule sagen wollen, Sie würden es gerne mal ausprobieren oder testen, vielleicht kurz einfach eine E-Mail schreiben, info@eGroupware.org oder einfach kurz anrufen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir innerhalb von wenigen Minuten für Sie eine Instanz starten können, Ihre eigene, Sie können die testen und zwei Monate komplett gratis können Sie alles ausprobieren. Neben den Dateimanager-Funktionalitäten gibt es natürlich auch ein E-Mail-Modul, es gibt Kalender, es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten auch und das ist für Sie völlig gratis und da laden wir Sie gerne ein, es einfach mal auszuprobieren. Genau. An der Stelle dann auch einfach, wenn Fragen sind, melden Sie sich bei uns. Wir sind telefonisch erreichbar, wir sind per Screensharing erreichbar, also wir können jederzeit unterstützen und wollen da auch gerne unterstützen. Ich denke mal, wir sind bei unseren 45 Minuten tatsächlich auch angekommen, die wir angesetzt haben. Sind noch Fragen Ihrerseits da? Vielleicht auch Fragen von anderen Schulen, vielleicht Fragen an Herrn Schacht. Gibt es etwas so Informationsaustausch zwischen Schulen? Gibt es noch irgendwas, wo man sagt, da habe ich noch eine Frage oder gibt es noch irgendwelche Themen? Könnt ihr gerne jetzt noch drauf eingehen. Einfach in den Chat schreiben oder kurz sagen, ja, ich habe noch eine Frage, dann können wir den auch live schalten, sobald Sie ein Headset haben. Können wir den auch freischalten. Ja, das scheint keine gut. Fragen, das ist gut an der Stelle. Und ich würde sagen, in dem Sinne, Birgit, sollten wir das Ganze jetzt auch beenden und 45 Minuten sind rum. Genau, ich bedanke mich bei allen, dass Sie dabei waren, insbesondere natürlich auch beim Herrn Schacht und Stefan. Ja, gerne. Wir haben das Ganze aufgezeichnet, wir werden das auch auf die Webseite stellen und weil doch einige waren, die jetzt an dem Webinar nicht mehr teilnehmen konnten, werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal einen weiteren Termin anbieten. Da kommt noch was vom Herrn Pastorik. Vielen Dank. Sehr gut. In dem Sinne sage ich auch von meiner Seite Tschüss und alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Webinar. Und insbesondere bleiben Sie gesund. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, dabei. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Tschüss. Beenden. Ja.